Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Prozess wegen Freiheitsberaubung am Amtsgericht. Neuer Dorfplatz zum Kinderdorfgeburtstag und alles klar für das 15. Stadtfest. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Tag aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Drei Frauen und zwei Männer mussten sich heute wegen eines besonders schweren Delikts vor dem Zwickauer Amtsgericht verantworten. Es ging um Freiheitsberaubung, teilweise in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Der Fall ereignete sich im August letzten Jahres in der Leipziger Straße in Krimmitschau und sorgte für großes Aufsehen und Schlagzeilen. Den fünf Angeklagten wird eine gemeinschaftliche Freiheitsberaubung zur Last gelegt. Sie sollen eine junge Dame über mehrere Stunden, beginnend ab dem späten Vormittag, gegen deren Willen in einer Wohnung in Krimmitschau festgehalten haben. Die fünf sollen der jungen Frau vorgeworfen haben, dass sie ein Verhältnis mit dem Ehemann eines der anwesenden Frauen hätte und was sie auf hätte aufklären sollen. Und um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, sollen sie die Geschädigte mehrfach geschlagen haben, sowohl ins Gesicht als auch auf den Körper, und sie so gezwungen haben, in der Wohnung zu bleiben. Ihr Opfer, mittlerweile Mutter eines 3 Monate alten Babys, war als Zeugin geladen und erschien in Begleitung ihres Freundes. Da 2 der Angeklagten vor der Hauptverhandlung noch keine 21 Jahre alt gewesen waren, fand der Prozess vor dem Jugendschöffengericht statt. Die Angeklagten sind zwischen 19 und 25 Jahre alt. Bei den Angeklagten, die noch unter 21 sind, kommt grundsätzlich die Anwendung von Jugendstrafrecht in Betracht. Bei den Erwachsenen beträgt der Strafrahmen bis hin zu 5 Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Bei den Heranwachsenden könnte es unter Anwendung von Jugendrecht gegebenenfalls auch zu einer Arbeitsauflage oder Ähnliches kommen im Falle einer Verurteilung. Die gab es dann tatsächlich nach 3 Verhandlungsstunden. Alle 5 Angeklagten wurden wegen gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung verurteilt, 2 der Beschuldigten zusätzlich noch wegen Körperverletzung. Das Gericht verhängte Geldstrafen zwischen 600 und 2000 Euro. Mit einer Festwoche begeht das SOS Kinderdorf Zwickau im August sein 25-jähriges Jubiläum. Ein besonders schönes Geburtstagsgeschenk bereitet sich die Einrichtung an der Rottmannsdorfer Straße aber selbst. Seit 2014 wird der zentrale Dorfplatz umgestaltet. Bis zum 20. August soll das Projekt abgeschlossen sein. Das Freigelände des SOS Kinderdorfs an der Rottmannsdorfer Straße ähnelt derzeit eher einer Großbaustelle. Die Geräusche spielender Kinder werden vom Lärm diverser Baumaschinen übertönt. Noch bis Mitte August müssen die Bewohner damit leben, soll doch alles pünktlich zum Beginn der Festwoche fertig sein. Wir haben in diesem Jahr unser Jubiläum, 25 Jahre, und wir hatten letztes Jahr schon um Spenden gebeten. Unsere Spielgeräte hier auf dem Dorfplatz waren marode, mussten ersetzt werden. Der Dorfrat hat dann entschieden, wie das neue Spielgerät aussehen soll. Es werden 2 Türme sein, die mit einer Brücke verbunden sind. Es wird eine Rutsche geben, eine Schaukel, und so, dass wir insgesamt, denke ich, einen ganz schönen Dorfplatz hinbekommen. Anliegen war es, mehr Orte der Begegnungen im SOS Kinderdorf zu schaffen. 2014 wurden über Spenden eine Feuerstelle und ein Steinbackofen gebaut. Außerdem kamen ein Drehkarussell, ein Bodentrampolin und ein Schaukeltier hinzu. Es gibt noch weitere Ecken, wo jetzt Sitzgruppen und Gelegenheiten eingebaut werden, wo man dauerhaft auch mit dem Tisch dann auch als Familie sich mal hinsetzen kann, aus dem Dorf sich da treffen kann. Begegnungsräume, das ist ja das, was wir seit 2 Jahren hier versuchen, auf den Dorfplatz hinzubekommen. Und wir hoffen, dass wir dieses Jahr, ich sag mal, das Ganze rund bekommen und den Dorfplatz soweit fertig. Trotz des engen Zeitfensters, etwas Individualität muss sein. So wurden 2 Baumstämme zu einem Sichtschutz verarbeitet, den es in dieser Form nur im SOS Kinderdorf Zwickau geben dürfte. Am 20. August soll der Dorfplatz nach gut 2-jähriger Bauzeit eingeweiht werden. An diesem Tag beginnt die eigentliche Festwoche zum 25. Geburtstag.
Wir machen eine Festwoche vom 20. bis 26. August. Hier am 20. August von 13 bis 18 Uhr ein großes Kinder- und Familienfest, wo alle herzlich eingeladen sind. Vom Bullenreiten über Kistenklettern, Bungee-Trampolin, alles das kann hier kostenlos an dem Tag genutzt werden. Es gibt natürlich auch Live-Musik, es gibt Zauberer, es gibt Gaukler. Also ich denke mir, wir werden ein tolles Programm an diesem Tag hier haben. Dann ist es die Woche des offenen Dorfes, wo Menschen dann auch hier sich das Dorf anschauen können. Und Freitag gibt es dann ein großes Fest der Kulturen im Mütterzentrum in der Kolpingstraße. Den Abschluss der Festlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des SOS Kinderdorfs bildet am 29. Oktober der Zwickauer Lichterzauber. Der erste, den wir versuchen, in dieser Art, wo das Kinderdorf verzaubert wird in Licht mit einem großen Feuerwerk und einer Pyroshow zum Abschied des Festjahres. Und ja, da hoffen wir auf viele Besucher, die uns hier, viele Gäste, die wir im Kinderdorf und Mütterzentrum begrüßen können. Wird die Premiere des Lichterfestes ein Erfolg, soll das Ganze alle 2 Jahre wiederholt werden. Bis Ende Oktober ist zwar noch etwas Zeit, die kostenlosen Eintrittskarten sind jedoch limitiert. Zeitiges Bestellen sichert daher den besten Ausblick auf Lasershow und Feuerwerk. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag auf der B93 zwischen Gößnitz Nord und Gößnitz Süd. Ein 78-jähriger Renault-Fahrer war in Richtung Krimmitschau unterwegs. Trotz doppelter Sperrlinie überholte er auf der bergabführenden Straße mehrere Lkw und es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia. Bei dem Unfall kamen beide Fahrer ums Leben, der Skoda-Fahrer war erst 27 Jahre alt. Die 41-jährige Beifahrerin im Skoda wurde schwer verletzt, mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Zwickau geflogen. Durch den Zusammenstoß wurden 2 weitere Fahrzeuge durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr stellten Passanten an der Bahnstrecke Zwickau-Schwarzenberg in Silberstraße einen Brand fest und alarmierten die Feuerwehr. Dort stand der parallel zur Bahnstrecke verlaufende Kabelkanal auf einer Länge von etwa 2 Metern in Flammen. Durch das Feuer wurden Kabel beschädigt, welche für die Sicherheit des Zugverkehrs entscheidend sind. Die genaue Schadenshöhe ist jedoch noch nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge kann ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen werden. Die Bundespolizei geht von Brandstiftung aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Rund 275.000 Euro stehen im Rahmen des Bundesprogramms Sprachkitas, weil Sprache der Schlüssel der Welt ist, für insgesamt 11 Einrichtungen in Krimmitschau, Merane, Wilkau-Haslau und Zwickau bereit. Das Programm richtet sich hauptsächlich an Einrichtungen, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichem Förderbedarf besucht werden. In der Region Zwickau werden unter anderem die Kita Kinderoase in Krimmitschau, Buratino in Merane, Rosengarten in Wilkau-Haslau und 8 Kitas in Zwickau durch das Programm unterstützt. Nach derzeitigem Planungsstand sollen alle Einrichtungen bis 2019 mit jeweils 100.000 Euro gefördert werden. Mit der feierlichen Eröffnung im Ausbildungszentrum Zwickau startete die FAWG GmbH gestern in das neue Ausbildungsjahr. Martin Lange, Akademieleiter der FAW Akademie Chemnitz, und Jens Geigner, Standortkoordinator AZZ, begrüßten die 70 betrieblichen Auszubildenden aus 32 Unternehmen sowie Gäste aus den Firmen, Berufsschulen und der Industrie- und Handelskammer. Insgesamt werden die Auszubildenden in 13 verschiedenen industriellen Metall- und Elektroberufen sowie kaufmännisch verwaltenden Berufen ausgebildet. Der Ausbildungsverband des AZZ arbeitet seit 25 Jahren erfolgreich und wird dies mit seinen Kunden und Partnern am 9. November im Rahmen einer Veranstaltung feiern. Werbung. Vom 18. bis 21. August feiert Zwickau zum 15. Mal Stadtfest. Auch diesmal wieder mit Veranstaltungen im Muldeparadies, mit Inseln fürs Vergnügen und Relaxen. Es gibt Action pur, das beliebte Muldepaddeln und nagelneue Sportangebote unter dem Motto Olympisches Flair Rio 2016. Außerdem die Bühne vor Schloss Osterstein mit Auftritten von beliebten Künstlern wie Frank und seine Freunde sowie regionalen Vereinen. Zeit für Decke und Picknickkorb ist am Samstag.
Denn um 19.30 Uhr beginnt der Singer-Songwriter-Abend mit Bronte Klippel, Sebastian Hackel und Max Prosa. Das Zwickauer Stadtfest vom 18. bis 21. August. Wir alle glauben, Schuh ist gleich Schuh. Das stimmt aber nicht. Jeder Fuß ist so besonders, dass sich Spezialisten um ihn kümmern sollten. Drei starke Marken für gesunde Füße und jeden Bedarf. Die orthopädischen Schuhwerkstätten Markus Ulrich wünschen gute Unterhaltung. Lust auf einen Cappuccino oder ein Gläschen Prosecco? Dazu einen leckeren Snack? Dann sind Sie hier richtig. In zwei stilvoll eingerichteten Etagen können Sie die Seele baumeln lassen. Nach einer Shoppingtour durch Zwickau oder auf einen Absacker. Schickeria, die Szenebar im Herzen von Zwickau, direkt neben dem Rathaus, Ecke Innere Schneeberger Straße, lädt zum Verweilen ein. Regelmäßig gibt's hier Live-Musik. Geöffnet ist täglich von 11 bis 1 Uhr. Live-Musik unplugged mit rockigem Feeling. Das ist die Musik von Georg Schütz. Von Cat Stevens über Leonard Cohen bis hin zu Westernhagen und Lindenberg. Georg spielt sie alle. Am 5. August begeistert er sein Publikum hier in der Schickeria. Jetzt schon Plätze sichern und ab 19 Uhr hautnah dabei sein. Der Eintritt ist frei. Schickeria, die Szenebar im Herzen von Zwickau. Piepen Sie vor Freude. Die Happy Days mit dem Citroën Grand C4 Picasso schon ab 189 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Le cœur, le caractère. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Das Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg und der Gasthof Giegengrün mit seinem einmaligen Saal laden Sie recht herzlich zum Verweilen ein. Mit öffentlichen Spa-Wellnessmassagen, Schwimmhalle und Saunabereich, mit Essen vom Feinsten bleiben keine Wünsche offen. Die Restaurants in beiden Häusern, die täglich ab 11 Uhr für Sie geöffnet haben, verfügen über herrlich angelegte Biergärten mit Kinderspielplätzen und ausreichend Parkmöglichkeiten auch für Busse. Zu geschlossenen Veranstaltungen aller Art sowie festliche Hochzeiten sind Sie bei Flexig immer richtig. In verschiedenen liebevoll eingerichteten Gasträumen in beiden Häusern werden bis zu 130 Gäste mit den Köstlichkeiten der Region verwöhnt. Besonderheiten sind Fahrten mit den hauseigenen Oldtimern oder das Giegengrüner Heimateck mit seinen lebensgroßen beweglichen Figuren der erzgebirgisch-vogtländischen Tradition mit einer Hausbäckerei, wie es sie weit und breit nicht noch einmal gibt. Den Rahmen für bleibende Erinnerungen im Hotel ist die Übernachtung mit Frühstück für die ganze Familie, ihren Verwandten und Freunden. Flexig bietet alles. Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Geht es nach den Organisatoren, könnte das 15. Zwickauer Stadtfest sofort losgehen und nicht erst in 2,5 Wochen. Alles ist vorbereitet, die Bühnenprogramme stehen, die Plakate sind gedruckt und zieren mehr und mehr das Stadtbild sowie das Bild des Umlandes. Neben dem Hauptmarkt, dem Kornmarkt und dem Domhof gehört das Muldeparadies seit einigen Jahren zu den Veranstaltungsorten, so auch am 3. Augustwochenende 2016. Immer mehr Plakate und Flyer künden davon, das 15. Zwickauer Stadtfest steht in den Startlöchern. In 2,5 Wochen ist es soweit. Dann wartet auch das Muldeparadies wieder auf die Besucher. Zwischen Paradiesbrücke und Schloss Osterstein fand in der vergangenen Woche die letzte Pressekonferenz zur großen Zwickauer Sommersause statt. Das besonders bei Kindern, Eltern und Großeltern beliebte, idyllisch gelegene Areal ist geradezu prädestiniert für Familienveranstaltungen, besonders natürlich zum Stadtfest. Das Programm für 2016 hat in den vergangenen Wochen Konturen gewonnen. Die Organisatoren um Karin Berg halten an altbewährtem fest, wollen aber auch neue Akzente setzen. Das heißt, City Point im Zusammenhang mit den Jugendeinrichtungen und der Euroschule werden die Weltreise noch mal spezifizieren, neue Angebote machen. Dann haben wir einzelne kleinere neue Angebote. Zum Beispiel haben wir Schmuck basteln dieses Jahr. Das macht die Frau Poolfürst. Und wir haben eine Verlagerung von einzelnen Stationen. Das heißt, wir werden mit runter in den unteren Teil nehmen Flotti Galoppi, unsere Pferde, die wir letztes Jahr oben hatten. Ansonsten haben wir wieder traditionsgemäß und mit neuen Angeboten den Neugier-Express, der sich wieder viele interessante Sachen rund um die Naturwissenschaften hat einfallen lassen. Die Olympischen Spiele in Rio spielen im Muldeparadies ebenfalls eine Rolle. Die Stadtgruppe der Deutschen Olympischen Gesellschaft hat für den 20. und 21. August eine Reihe von Sonderaktionen vorbereitet. Jung und alt können insgesamt 10 olympische Sportarten testen. Es werden 10 Stationen hier vorgehalten, wo sich sowohl die Kinder als auch die Eltern beteiligen können und letztendlich, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Stationen absolviert haben, können sie sich an der Tombola beteiligen. Das heißt, werfen ihren Zettel ein und dann erfolgt eine Auslosung im Nachhinein mit tollen Angeboten. Bei denen es Einkaufsgutscheine für Sportartikel und Eintrittskarten für ein Bundesligaspiel von Hertha BSC im Berliner Olympiastadion zu gewinnen gibt. Nicht ganz so olympisch, aber immerhin sportlich geht es auch auf der Mulde zu. Bei einer Paddeltour kommen Bewegungshungrige genauso auf ihre Kosten. Die Gratis-Bootstouren haben 2012 das legendäre Lumatra Fun Race abgelöst. Der Vorteil, man bleibt trocken und kommt deutlich schneller zur Paradiesbrücke. Ein Jahr später, im August 2013, gab es zum ersten Mal Live-Musik im Muldeparadies. In diesem Jahr soll die Tradition wiederbelebt werden. Wir haben nach vielfachem Wunsch und mit Unterstützung vieler Partner, dass dieses Jahr wieder auf der Reihe bekommt, dass wir hier im Muldeparadies Live-Musik am Samstagabend durchführen können. Freuen uns ganz sehr drauf. Wir haben diesmal 3 Künstler binden können. Das heißt, wir fangen 19.30 Uhr, also 19:30, an mit einer regionalen Künstlerin. Bronte Klippel kommt aus Leipzig, keine 18 Jahre alt, hat ihren Auftritt zu unserem Singer-Songwriter-Wettbewerb gewonnen, den wir im Frühjahr im Rahmen unseres Bandwettbewerbes durchgeführt haben. Folgen wird Sebastian Hackel, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ist gebürtiger Zwickauer, wohnt jetzt in Dresden. Medial vielleicht den meisten auch bekannt von Auftritten von Inas Nacht, beziehungsweise als Vertreter für das Land Sachsen beim Bundesvision Song Contest. Also ebenfalls ein Singer-Songwriter. Und den Abschluss wird bilden Max Prosa mit seiner Band, der im Rahmen seiner aktuellen Tour hier in Stoppen Zwickau einlegen wird. Ja, ein international bekannter Singer-Songwriter, denke ich, passt auch wunderbar hier in dieses Ambiente rein und wird, denke ich, mit 3 super Künstlern ein schöner Abend. Dafür hat der Globus Handelshof sogar Picknickpakete vorbereitet, sodass die Besucher den Abend entspannt auf einer Decke genießen können. Die Schädewitzer sind von Anfang an für die gastronomische Versorgung im Muldeparadies zuständig.
ein ganz toller Partner für uns, die auch gleichzeitig noch Angebote für Kinder unterbreiten. Die werden auch mit einem erweiterten Angebot dann den Abend begleiten. Wir haben ja am Sonnabendabend in diesem Jahr wieder sehr schön für uns und für die Bevölkerung ein Angebot auf der Kinderbühne, wie wir das vor 3 Jahren schon mal hatten. Und wir werden auch ein Angebot in diesem Jahr erweitern, oben in Richtung Tränktor, weil wir gemerkt haben, der Zuspruch des Muldeparadies ist sehr groß und insofern haben wir auch das ein bisschen ausgeweitet. Nach den jüngsten Ereignissen in Bayern stand das Thema Sicherheit bei der letzten Stadtfest-Pressekonferenz natürlich besonders im Fokus der Journalisten. Zuständig dafür sind Rainer Kallweit und Lars Tschischang vom Zwickauer Ordnungsamt. Also das ist jetzt das 15. Stadtfest, das wir haben. Es gab seit 2010 Sicherheitskonzepte. Der Anlass damals war der Unfall in Duisburg, wo also danach Sicherheitskonzepte gefordert wurden vom Veranstalter. Wir haben dem Rechnung getragen und haben bis jetzt ein Sicherheitskonzept in der Projektgruppe 1 Ordnung und Sicherheit erarbeitet und fortlaufend fortgeschrieben. Das ist auch in diesem Jahr der Fall. Die aktuellen Ereignisse haben uns dazu bewogen, ein höheres Budget zu veranlassen, wo also mehr Sicherheitsdienst über Security eingekauft wird, um also das Sicherheitskonzept, das schon steht, noch zu unterstützen und zu festigen. Es ist ja jetzt kein umzäuntes Gelände, das heißt, gewisse Dinge, die woanders vielleicht greifen, können hier nicht durchgesetzt werden. Das ist richtig, kein umzäuntes Gelände, da gibt es auch keine Eingangskontrollen. Das Stadtfest ist aus jeder Richtung zu erreichen. Jeder kann aus jeder Richtung kommen, durch das Stadtfest laufen und das Gelände wieder verlassen. Und von daher sind, sagen wir mal, die Zugangskontrollen überhaupt nicht möglich. Aber es hat wiederum auf der anderen Seite den Vorteil, bei einem eventuellen Panikfall, den keiner hofft, dass er eintritt, kann natürlich eine sehr zügige Entfluchtung erfolgen in den Rückraum des Stadtfestgebietes. Gemeinsam mit der Polizei und einem professionellen Sicherheitsdienst werde das Konzept ständig der aktuellen Lage angepasst. Eine 100%ige Sicherheit der Besucher könne man freilich nicht gewähren. Am Freitag geht die neue Veranstaltungsreihe der Kultur Z GmbH, der Planitzer Schlossakkord, in Kooperation mit dem Liederbuch e.V. in die zweite Runde. Erneut werden einzigartige und besondere Musiker ihre Songs für Musikliebhaber in fantastischer Atmosphäre auf dem traumhaften Gelände des Planitzer Schlosses spielen. Nach Inga Rumpf im vergangenen Jahr können sich die Besucher diesmal auf Käthe freuen. Käthes Musik lässt sich nicht in eine Schublade packen, so sucht und findet sie zwischen Pop, Punk und sinnlichem Single-Songwritertum ihre eigene musikalische Nische. Im Vorprogramm zu Käthe ist Cynthia Nikschas und Friends zu erleben. Die Abendkasse ist am 5.8. ab 18.30 Uhr für alle Kurzentschlossenen geöffnet. Natürlich haben die Vorverkaufsstellen die Karten auch im Angebot. An allen bekannten Vorverkaufsstellen können Sie diese kaufen. Und wenn Sie jetzt schnell schreiben, dann können Sie 2x2 Freikarten gewinnen. Schreiben Sie an gewinn@tv-zwickau.de eine E-Mail und ja, schon können Sie dabei sein bei diesem Event. Der Förderverein Johannesbad Zwickau e.V. feiert am Samstag den 200. Geburtstag von Dr. Med. Julius Schlobig. Die Festgesellschaft trifft sich um 10 Uhr vor dem Schlobig-Denkmal in der Johannesstraße 16. Neben Grußworten von Vertretern der Stadt ist eine kleine Ansprache über die Leistung von Dr. Schlobig als Gründer des Johannesbades von Werner Beuschel aus dem Förderverein geplant. Die Künstlerin Tina Gehlert wird ebenfalls vor Ort sein. Sie hat das Aquarell Schlobig-Park mit Johannesbad gemalt, das als Dauerleihgabe an die Städtische Bäder GmbH vom Förderverein gestiftet wird. Anschließend gibt es eine Führung durch das Jugendstilbad. Vom 5. August bis zum 4. September wird in der St. Johanneskirche Krimmetschau die Ausstellung Ertragen können wir sie nicht, Martin Luther und die Juden zu sehen sein. In Krimmetschau wird die Exposition jeweils vor und nach den Gottesdiensten in der St. Johanneskirche zu sehen sein, sowie nach Vereinbarung. Anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation im Oktober 2017
thematisiert eine neue Wanderausstellung der Nordkirche, das Verhältnis Martin Luthers zu den Juden. Der Reformator war ein genialer theologischer Denker, Liederdichter und mutiger Reformator der Kirche, aber auch ein vehement antijüdischer Kirchenmann, so Hanna Lehmich. Die Feier der Reformation müsse sich auch offen der Auseinandersetzung mit Luthers Judenfeindschaft stellen. Werbung. Ich komme in den Sportpark wegen meiner Gesundheit. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist alles prima. Die Knochen werden entlastet dadurch und wieder fit gemacht. Der Rücken, die gute Rückenschule hier, die ist prima. Also mir gefällt es hier ganz toll und mir gefällt hier das ganze Ambiente sehr gut. Vor allen Dingen auch angefangen von den Umkleideräumen, von den Duschen, von der Sauna, vom Saunabereich insgesamt. Also das ist das Tolle hier. Ohne den Sportpark geht nichts mehr. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann. Und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Das gibt's jetzt auch im Internet. Surfen mit bis zu 400 Mbits im Giganetz von Telecolumbus. Mit der Doppelflat für Telefon und Internet. Das ist echte Kabelpower. Schick lahmes Internet in die Kabine und wechsel auf Highspeed. Jetzt ab 19,99. Nur bei telecolumbus.de. Martin und Schwedler. Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Mehr fürs Geld. Ihr Plus im Fachhandel. Achtung, nur für kurze Zeit. Beim Kauf einer frei geplanten Küche gibt es einen Geschirrspüler von Siemens gratis. Nur bis 31. August 2016. Jetzt bei Rico Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. Krawatten, Schleifen, Festmode von Van den Bosch. Hier werden Männer bestens angezogen. Mit handgefertigten Krawatten in den aktuellsten Designs, hergestellt in Zwickau. Eleganter Festmode und Businessmode in allen Größen und das zu Werkverkaufspreisen. Hochzeitsanzüge und festliche Westen in einer riesigen Auswahl, auch für starke Männer. Entdecken Sie exklusive Herrenmode zu unschlagbaren Werkverkaufspreisen. In Zwickau nur bei Van den Bosch oder im Internet unter vandenbosch-sachsen.de. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei.
fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen. Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns. Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädietechnik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Der Sport wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Der FSV Zwickau wird keine separate Stadioneröffnungsveranstaltung durchführen können. Geplant war das Stadion mit einem Freundschaftsspiel gegen Dynamo Dresden am 3. September einzuweihen. Da zur gleichen Zeit der Tag der Sachsen in Limbach-Oberfrohna stattfindet, kann die Polizeidirektion Zwickau, die für beide Veranstaltungen zuständig wäre, das Spiel nicht absichern. Für das nächste Drittligaspiel gegen Wien Wiesbaden beginnt morgen der Kartenvorverkauf. Weil das neue Stadion noch nicht fertig ist, wird das Heimspiel am 13. August im Dresdner Dynamo-Stadion ausgetragen. Anpfiff ist um 14 Uhr. Der Ticketverkauf findet ausschließlich über das Online-Ticketportal des FSV und an der Tageskasse in Dresden statt. Der Block G ist ausschließlich Sitzplatz, Jahreskarteninhabern und VIP-Gästen vorbehalten. Die Rückennummern, mit denen die Spieler der Eispiraten Krimmitschau in der Saison 2016 und 17 auflaufen werden, stehen fest. Neben den bereits bekannten Nummern der Profis, die bereits im letzten Jahr für die Westsachsen aufliefen, haben jetzt auch die Neuzugänge ihre Wahl getroffen. Der US-Amerikaner Mike Höfel hat dabei die wohl größten Fußstapfen zu füllen. Der Neuzugang von den Stavanger Oilers hat sich für die Rückennummer 11 entschieden und tritt damit die Nachfolge von Alexander Höller an, welcher in der abgelaufenen Spielzeit diese Ziffer auf seinem Trikot stehen hatte. Angreifer Jason Pinizzotto hat sich auf die Rückennummer 7 festgelegt und Lukas Pojewil, Neuzugang vom Liga-Konkurrenten Weißwasser, hat sich derweil für die Nummer 12 entschieden. Bis auf wenige Auflockerungen wird der Mittwoch grau und regnerisch. Bei Werten zwischen 14 und 21 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Und die Aussichten nach einem sonnigen und hochsommerlich warmen Donnerstag ziehen erneut Regenwolken nach Westsachsen. Dabei kühlt sich die Luft merklich ab. Am Samstag erreicht das Thermometer nur noch 13 bis 21 Grad. Das war sie, meine Damen und Herren, die Dienstagsausgabe von Tag aktuell. Wenn Sie wollen und mögen, morgen um 19 Uhr gibt es ein neues Magazin. Darüber hinaus können Sie uns immer wieder im Internet sehen und empfangen auf unserem YouTube-Kanal. Übrigens, das Rausnehmen von einzelnen Szenen aus unserer Sendung, das geht übrigens nicht. Das verstößt gegen das Urheberrecht. Angucken gilt, schneiden leider nicht. Ich danke fürs Zuschauen. Ciao und tschüss.